Kimminghexe. Die Kimmingbäuerin hat als Hexe, so sagt man, einen ausgeschrienen Namen. Als sie hingerichtet wurde, bekam sie vor der Hinrichtung 3 Köpfe. Als ihr der linke Kopf abgeschlagen wurde, ist er gleich wieder nachgewachsen. Beim rechten Kopf war es genauso. Darauf hat der Scharfrichter gesagt: In 3 Teufelsnamen hauen wir den mittleren Kopf ab. Daraufhin ist keiner mehr nachgewachsen. Nach der Hinrichtung wurde der 12-jährige Sohn ins Verhör genommen. Derselbe ging als Hexenlehrling bei Liebmütterlein in die Schule und hatte gleichfalls im ehrsamen Zauberhandwerk ganz Tüchtiges und Meisterliches erlernt. Der Richter wünscht, der Bub möge seine Kunst jetzt zeigen, soll mittels eines Seiles oder Grastuchzipfels das Melken nun probieren. Der Bub fasst das Seil und zieht und melkt und jammert endlich: Die strenge Herrn ist schon genug, des Nachbarns Kuh geht sonst zugrunde. Er hat in schwerer Menge Milch gemolken, aber des Nachbarn schwarz gefleckte Kuh war bis aufs Blut ausgemolken und lag mausetot im Stalle. Jetzt was anderes, Bub. Kannst doch's Wetter machen. Ja, freilich, ja, sagt darauf der Bub. Nu ob is ka, kreiz brav und mäntrisch sauber. Es steht nicht lange an, da wird's ganz dumper, ganz schwefelhaft und schwül. Es leuchtet bald und blitzt und kracht und wettert. Den gestrengen Herrn stehen alle Haare zu Berge. Säppel, Bub, lass ab! Schreien alle. Sitz genug, genug! Doch Säppel lässt nicht ab, er lässt fein brav noch krachen, dass die Fenster klirren. Es blitzt, dass eine Pracht war. Schon rollt des Richters Trinkglas hinab vom Tisch und bricht in 1000 Scherben. Allein, ganz Mutterseelen allein, steht Seppel in der Stube. Denn alle liefen fort vor Grausen und Entsetzen. Und Seppel lacht und patscht froh in die Hände, dass er die großen Herren so flink hinausgestolpert aus der Stube. Ob der kleine Hexenmeister, der Wetterfabrikant, auch beim Färberkreuz hat sterben müssen und ob die Geschichte doch halbwegs wahr ist, weiß keiner so genau.